Okay, also wir sind in Feierlaune. Jeder hat ein Getränk dabei, auf verschiedenste Arten und Weisen. Wir sagen nicht, was drin ist bei manchen, weil sonst droht es von Facebook zu verschwenden, denke ich. Neulich habe ich Rauchen erwähnt und schon war, nein, das hat sie nicht gesagt. Also sage ich nicht das A-Wort. Morgen, am 1. Juli, kommt unser neues Buch raus und dann war es leicht. Saskia, hast du überhaupt so eine Kopie dieses Buch, was du halten kannst in die Kamera, oder ist es noch nicht? Nee, ne? Ich hatte den Probedruck, den habe ich in Deutschland liegen lassen, bevor ich abgereist bin. Achso, okay. Ich habe gedacht, vielleicht, wer weiß es, sonst hätten wir es zeigen können. Sonst sieht ihr das morgen. Heute haben wir zur letzten Lesung, Leute, wir haben 20 Tage durchgemacht. Jeden Abend um 20 Uhr. Wow. Eine berührende Lesung. Heute ist Dorit Heck dran. Hallo, Dorit. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön siehst du aus. Wir freuen uns wirklich auf diese Lesung heute Abend. Und Lea ist, glaube ich, auf einem Schulhof irgendwo. Genau, kann nicht so viel reden. Vielleicht geht ihre Batterie gleich aus. Also alles ist heute so ein bisschen verrückt. Saskia sieht aus wie ein Regenbogen aus. Wir haben Freude. Ja. Dorits Kapitel im Buch heißt Amazing Grace und allein das schon hat mich wahnsinnig angesprochen. Ich habe schon ein Gefühl, welche Gnade damit gemeint ist, aber ich freue mich, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen heute Abend einen Geschmack, ein Gefühl davon bekommen, was du meinst, weil ich glaube, alle, die dieses Verständnis entdeckt haben, bei denen es ihr Leben zum Leichteren gewendet hat, fühlen darin eine sehr große Gnade. Und insofern ist es die perfekte Lesung zum Abschließen heute Abend, Dorit. Und Saskia hat schon gesagt, Saskia hat den Überblick über alle Texte und wir hören die tatsächlich zum ersten Mal, was die anderen so geschrieben haben. Und sie meint, es ist poetisch und das ist auch genau richtig so. Und wir freuen uns sehr. Die Saskia wird gleich Dorits Bio lesen. Und wir werden natürlich die Motivationsfrage stellen. Warum hast du mitgemacht, Dorit? Was wolltest du in die Welt bringen damit mit deinem Schreiben, mit deinem Teilen deiner Geschichte? Und zum Ende hin bleib dran, weil wir sagen ein paar Worte zum Launch morgen, wo endlich es soweit ist, wo das Buch gekauft werden kann in Unmengen und warum an einem Tag und so weiter. Gell? Also, Saskia, ich übergebe das Wort an dich für Dorits Bio. Ja, das ist die offizielle Kurzbio von Dorit. Dorit Heck ist Pädagogin, Coach und Autorin sowie Mutter von drei Töchtern. Sie zeigt dir, wie wir Menschen unser Leben leichter leben können und hört dir zu, bis du deine eigene Wahrheit erkennst. Sie läuft am liebsten barfuß und ihr Herz zieht sie immer wieder zu den Pferden und in Richtung Süden. Oh, ich liebe deinen Text. Du hast eine Fähigkeit zur Poesie und das ist so schön. Und ich freue mich so, das auch jetzt zu hören und nicht nur zu lesen, wenn es aus deinem Munde auch kommt. Oh. Ja. Dankeschön. Dorit, was hat dich bewegt, ja zu sagen zu dem Buchprojekt? Ja, also ich glaube, das, was ich so besonders schön finde an diesem Projekt, ist einfach, dass es so viele Geschichten sind von Menschen, wo sich etwas verändert hat. Und das ist das, was so tief berührend ist, finde ich. Also sowas so, also bei mir zumindest am meisten auslöst, wenn ich von Menschen höre, wie es ihnen vorher ging und wie sich ihr Leben verändert hat. Und das in Geschichten zu hören, ist einfach so
tief berühren. Und deswegen hatte ich einfach wirklich Lust, auch mitzumachen. Und ja, so ist meine Geschichte entstanden. Und sie hat mich auch jedes Mal wieder selber nochmal zurückgebracht an den Ort, wo es sich für mich so viel geändert hat. Mhm. Ja. Also, wir hören uns einen Teil aus deinem Kapitel heute Abend an. Und den Rest gibt es natürlich ab morgen im Buch. Und jetzt ist deine Bühne. Okay. An einem Nachmittag saß ich im Garten in einem unserer Liegestühle und schaute hoch in den Apfelbaum über mir. Es war einer der ersten warmen Tage in jenem Jahr. Am Vorabend hatte ich in einem Kongress über die drei Prinzipien erstaunlichen Geschichten von ganz normalen Menschen zugehört. Dabei hatte ich diesen einen Satz gehört, der sich tief in mir einprägte. Unser wahres Selbst ist nicht beschädigt, wurde nie beschädigt und kann nie beschädigt werden. Ich war durch das vorangegangene Zuhören und Reflektieren in einem sehr besonderen Zustand. Es war sehr ruhig geworden in den letzten Stunden und ich spürte sehr viel Leichtigkeit. So lag ich im Liegestuhl, sah die Blätter der Bäume und schaute den Frühlingsblüten hinterher, die vom Wind in den Himmel geweht wurden. Ich betrachtete das Grün der Blätter genauer, das mir in diesem Moment unglaublich schön vorkam. Plötzlich fühlte ich mich verbunden mit allem. Es gab keine Grenzen mehr, kein Ich und kein Du. Kein der Baum oder das Blatt. Einfach nur ein Einssein mit allem. Ein tiefes Vertrauen, dass ich gar nichts tun muss. Nichts, um irgendwie besser zu werden. Da ich einfach schon perfekt bin. Genau jetzt, genau hier. Vollkommen, ganz, aufgehoben im Leben. Das Leben selbst, zu allem gehörend. Zu Hause. Dieses tiefe Vertrauen, mit allem verbunden zu sein und immer gehalten, ließ mich zum ersten Mal spüren, was wirkliche Freiheit im Leben bedeutet. Ich musste nirgendwo mehr hin. Ich spürte, dass meine Suche ein Ende gefunden hatte. Ich konnte endlich aufhören zu suchen. Und ich hatte so lange gesucht. Vor diesem Tag mit dieser tiefen Erkenntnis, mit allem verbunden zu sein und tief vertrauen zu können, war mein Leben immer mit einer inneren Unruhe gekoppelt gewesen. Diese innere Unruhe zeigte sich darin, dass ich, sobald ich in mich hineinhörte, immer etwas fühlte, das mir sagte, dass ich weiter müsste, dass ich etwas noch nicht gefunden hätte, dass ich zu langsam sei, dass ich mich mehr anstrengen müsste, dass mir noch etwas fehlte, dass ich noch nicht genug sei. Es war immer anstrengend. Ich war immer getrieben. Als Partnerin war ich zu viel auf Abstand, als Freundin nie ausreichend, als Mutter viel zu oft ungeduldig, mit meinen Emotionen viel zu unbeherrscht, beruflich immer auf dem Sprung, so oft nicht richtig dazugehörend. Alles entsprach nicht wirklich dem Bild, wie ich zu sein hatte, um einen richtigen Platz im Leben zu haben und in Ordnung zu sein. Ich hatte sehr hohe Maßstäbe, die ich mir im Laufe meines Lebens selber gesetzt hatte. Dadurch überforderte ich mich so oft und verstand die Hinweise nicht, die ich immer wieder bekam. Hinweise, die mir mein Körper sandte, um mir zu sagen, dass ich vom Weg abgekommen bin. Wie oft hatte ich Bauchschmerzen und erkannte nicht den Zusammenhang damit, dass mir alles zu viel war. Wie oft war ich einfach froh, einen Tag hinter mich gebracht zu haben, der wieder so anstrengend für mich war, um dann endlich ins Bett gehen zu können und wenigstens im Schlaf ein wenig Ruhe zu finden. Ich verstand nicht, dass meine negativen Gefühle mir immer wieder Hinweise gaben, wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, zurück in den Moment, um Abstand von meinem anstrengenden Denken zu bekommen. Ich wollte meiner Traurigkeit entfliehen, das Gefühl loswerden, so anders zu sein. Ich wollte mich nicht ständig ungenügend fühlen. Ich entwickelte sogar eine Essstörung, um ein Problem zu lösen, das ich mit meinem Denken selber geschaffen hatte.
Ich empfand oft große Wut und erschuf eine Härte, in die ich mich einkapselte, um wiederum die Wut und Verzweiflung nicht fühlen zu müssen. Ich erkannte nicht, dass all dies Zeichen waren, die mich nach Hause riefen, die mir helfen wollten. Da ich das nicht erkannte, versuchte ich, diese Gefühle loszuwerden. Ich schottete mich ab, um mich nicht so klein und hilflos zu fühlen. Und dann fühlte ich mich allein. Ich war oft wütend und zettelte Streit an und wurde laut, denn erst dann spürte ich mich und war danach so verloren, weil ich mich schuldig fühlte. Nach dieser tiefen Erkenntnis am Nachmittag saß ich 2 Wochen einfach nur unter einem Baum bei uns im Vorgarten, schaute in den Himmel, hörte den Vögeln zu und wollte nichts außer das Leben zu spüren, zu hören und zu fühlen. Mit all meinen Sinnen einfach nur sein. Ich war im Frieden mit mir und mit allem. Ich war Frieden. Es gab nichts zu tun für mich. Nichts, wo ich hin musste. Nichts, das ich erreichen müsste. Einfach nur sein. Still. In mir ruhend. Sorglos. Ich spürte, dass ich genau am richtigen Ort war. Und dass ich auch daran nichts mehr ändern würde. Ich hatte gesehen, wo mein Zuhause ist. Wer ich wirklich bin. Ich suchte nichts mehr im Außen. Ich lese noch mit. Schön. Ich bin mit dir im Garten geschaukelt. So. Ah. Ich bin sehr berührt von dieser Geschichte, Dorit, und ich möchte einfach wirklich, dass jeder weiß, der zuhört, dass dieses Zuhause in uns alle drin ist. Und wir können jederzeit alle wieder nach Hause kommen, wo alles perfekt ist, wo es nichts zu tun gibt und wo nichts gefragt ist von uns. Und das hast du so, so, so schön geschrieben und auch mit deiner Vorlesung rübergebracht. Danke dir. Danke. Ja. Und wie glücklich, dass das die letzte Lesung ist. Ist genau richtig. Saskia wird vielleicht ein paar Worte sagen zum Morgen und das Buch. Ja, im Buch sind die ganzen Kapitel, also nicht nur die Ausschnitte von den Lesungen, sodass ihr nochmal richtig, richtig tief eintauchen könnt, wenn ihr euch das Buch kauft oder das E-Book, dass ihr nochmal richtig eintauchen könnt in diese Geschichten. Und ich weiß nicht, das Buch ist irgendwie magisch. Also immer, wenn ich dann nochmal was durchgelesen habe oder irgendwie nach überflüssigen Kommas gesucht habe oder irgendwie, musste immer wieder anhalten und und seufzen oder gerührt auch mal so ein Tränchen verdrücken. Und das ist so schön zu wissen, dass so viel möglich ist für Menschen, einfach so. Und für ganz normale Menschen wie uns. Ja, mehr oder weniger, wie soll man sagen,
geht nicht darum, irgendwas zu können. Es geht nicht darum, irgendwie ganz besonders, ich bin so bewusst oder ich bin auch so spirituell oder was auch immer, sondern wir sind einfach Menschen und wir können nach Hause kommen, weil wir schon zu Hause sind. Und das Buch hat 20 Erinnerungen daran. Und ja, und ich bin gespannt, was es macht mit den Leserinnen und Lesern. Ich habe keine Ahnung, aber das Gefühl, was es hinterlässt, ist ganz sicher ein friedliches. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und wenn man es nicht mit dem Verstand liest, das Buch, sondern vielleicht mit dem Herzen, dann wer weiß, was da noch alles passiert. Ja. Wir wissen es nicht, aber die Möglichkeit ist da. Hm. Ich bin so glücklich, dass es in die Welt geht und dass es sichtbar wird, auch für ganz viele Menschen, die vielleicht ganz, ganz tief noch in Problemen drin stecken oder sie glauben, sie kommen nie an oder sie müssen noch ganz, ganz viel arbeiten an sich und dann sind sie endlich gut genug, um glücklich zu sein. Und die Botschaft dieses Buches ist, nein, du bist schon längst gut genug und du musst nicht hart arbeiten, um glücklich zu sein. Und deswegen machen wir morgen einen richtig großen Buchlaunch. Das heißt, wir wollen, dass das Buch über Amazon in ganz, ganz vielen Kategorien sichtbar wird, dass Menschen, die zu den verschiedensten Themen etwas suchen, wo sie Hilfe suchen, wo sie Rat suchen, wo sie Unterstützung suchen, dass sie zu ganz vielen verschiedenen Themen sehen, und dann war es leicht. Und dann war es leicht. Und dann war es leicht. Also, ich leide unter Ängsten. Oh, es kann leicht sein. Oh ja, ich bin ab und zu sehr nicht entspannt. Ich brauche mehr Entspannung. Oh, und dann war es leicht. Was ist das? Und damit das passiert, dass Amazon uns den Gefallen tut, dass es das zu ganz vielen Themen anzeigt, ist es gut, wenn ihr Lust habt, das Buch zu kaufen, macht es doch morgen gleich. Ja, macht es doch morgen gleich, dass Amazon einfach sieht, wow, so viele Menschen interessieren sich dafür, so viele Menschen, offensichtlich ist da ein Launch und es interessiert ganz viele Menschen und die kaufen das. Und dann fängt das an, das überall herumzuzeigen. Ja? Und sagen, vielleicht interessiert das noch die Menschen, die nach Tiefenentspannung suchen. Vielleicht interessiert das auch noch die Menschen, die nach Depressionen suchen. Vielleicht, ja, und so funktioniert das sehr wahrscheinlich. Es gibt Vermutungen, wie das funktioniert auf Amazon. Und das ist so, glaube ich, der Wunsch von der kleinen Pusteblume auf dem Buchcover. Da ist so eine kleine Pusteblume auf dem Buchcover, das diese Nachrichten in die Welt hinausfliegen. Wie so, und dafür ist der Launch, ja, dass die ganzen kleinen, diese kleinen Samen, die ja vielleicht auch beim Lesen in uns versenkt werden, dass die dann so nach und nach aufgehen. Und dafür muss keiner irgendwas tun. Wir müssen eigentlich nichts machen, dass ein Samen aufgeht. Außer zulassen, dass er in uns reinplumpst. Ja. Und ich hoffe, dass das Buch, diese 20 Samen, diese 20 wahren Geschichten, die sind ja nicht erfunden, die sind ja wahr, dass sie diese kleine Samen sind, die so nach und nach aufgehen und die Menschen sagen, mir geht es gerade nicht so gut, ich lese doch nochmal in dem Buch. Das ist wie, ich weiß, dass ich früher oft Bücher am Nachttisch liegen hatte, wenn es mir so schlecht ging und dann habe ich immer so gelesen und das ist das Buch, was du dir an den Nachttisch legen kannst. Und verschenken kannst an Menschen, die, kauf gleich zwei, ja? Menschen, denen es gerade schlecht geht, schenk ihnen einfach unser Buch. Ja? Schenk ihnen ein Buch Hoffnung, ja? Und dass sie blättern können, dass sie stöbern können und sehen, hey, ich muss kein Übermensch werden, um glücklich zu sein, ich muss nicht besser werden, harter an mir arbeiten und was nicht alles betreiben. Das ist okay. Ja. Das war mein Wort zum Freitag. Dankeschön, Saskia. So schön hast du das gesagt. Also morgen werden alle 20 Autorinnen, die mitgewirkt haben, den Link posten. Also wird überall auf Social Media sein, in E-Newsletters und Co. Auf WhatsApp, wenn du mir schreibst, ist das Buchcover schon drin. Morgen wird der Link drin sein.
ja, kauf es, weil die Welt braucht Frieden und es fängt mit jedem Einzelnen von uns im Innen an. Das ist der Ort, woraus wir Frieden in die Welt bringen. Frieden in uns zuerst und dann strahlt es nach außen. An dieser Stelle auch nochmal danke an jede einzige Frau, die mitgewirkt hat, die geschrieben hat, zu den Calls aufgetaucht ist, ihr Beitrag geleistet hat, trotz mancher stürmischen Gedanken die Lesung gehalten hat. Gell, Dorit? Und danke, Saskia. Du bist ein wunderbarer Buchcoach, Schreibcoach, Mitautorin. Saskia hat wirklich viele, viele Stunden, Liebe, Energie, Können in das Buch gesteckt. Ohne dich hätten wir das nicht so in der Form geschafft, Saskia. Und so mühelos und freudvoll, wie es auch so zustande gekommen ist. Danke, Lea, dass du jeden Abend deines Junis mit mir geopfert hast für diese Lesungen. Viele Ereignisse nicht hast teilnehmen können, einige Date Nights gecancelt. Aber sie holt sich nach, ganz sicher. Und einige haben wir doch geschafft. Also ich liebe dich, Lea, ich liebe euch. Und ja, wir wünschen diesem Buch jetzt von hier weg viel Erfolg, liebes Buch, dass deine Pusteblume-Fähigkeiten hier jetzt beginnen und von dort auch sich in die Welt hinausbreiten. Schönen Abend zusammen und bis uns was Neues einfällt zum Verteilen dieses Verständnisses. Aber erstmal ist das Buch dran. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.